Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns eine Aufgabe zur Dehnungsebeneiteration an. Bei einer Dehnungsebeneiteration ergab sich die folgende angegebene Dehnungsebene. Dann sehen wir hier, Dehnungen stehen hier aufgeführt. Überprüfen Sie, ob die Dehnungsebene korrekt ermittelt wurde. Für die angegebene Dehnungsebene ergibt sich eine Betondruckkraft FCD 1,727 MN, die zum linken Bauteilrand einen Abstand von 0,13 Meter hat. Also FCD und den Abstand, den brauchen wir jetzt nicht mehr zu berechnen, der ist schon gegeben. Einwirkungen sind gegeben. Was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist aus den Dehnungen, die hier gegeben sind, die Kräfte berechnen und dann Summe aller Vertikalen und Summe aller Momente zu bilden und zu überprüfen, ob die Dehnungsebene korrekt ist. Fangen wir an, indem wir erstmal aus den Dehnungen hier Spannung berechnen. Wie mache ich das? Sigma S Druck ist das E-Modul mal Epsilon S für den Druckbereich, also das Hooke'sche Gesetz. E-Modul 200.000, Dehnung ist gegeben mit 1,2445 Promille, also das Ganze durch 1000, kommen wir auf 248,9 Meganewton pro Quadratmeter. Und das muss auf jeden Fall kleiner sein als 435. Ja, das ist der Grenzwert, ja, unsere zulässige Spannung. Dann Sigma S Zug, genauso E-Modul vom Stahl 200.000 mal E-Modul, mal die Dehnung für den Zugbereich, also hier 0,188 Promille, also 0,188 durch 1000, kommen wir auf 37,6 Meganewton pro Quadratmeter, auch hier natürlich kleiner als 435. Okay, dann können wir aus den Spannungen die Kräfte berechnen. Das ist auch gar kein Problem, wissen wir. Einfach die Spannung mal die Fläche, also AS2 mal Sigma S Druck. Bewährung ist gegeben, 8,04 Quadratzentimeter jeweils, also 8,04 mal 10 hoch minus 4 mal Sigma S Druck haben wir mit 248,9 bestimmt. Also hier 0,200 Meganewton. Hier dann das gleiche für den Zugbereich. Auch hier Bewährungsfläche, Bewährung ist die gleiche. Also auch wieder 8,04 mal 10 hoch minus 4. Und das Ganze mal 37,6. Und dann kriegen wir raus 0,030 Meganewton. Okay, wir skizzieren das nochmal einmal ab mit den ganzen Kräften, die jetzt wirken, die wir jetzt berechnet haben. Das heißt, wir haben hier die Stütze. Tragen wir erstmal die einwirkenden Kräfte an. Das sind die 561 Kilonewtonmeter das Moment und die Normalkraft von 1896 Kilonewton, also auf Höhe der Zugbewährung. Dann haben wir hier 0,561 und in Meganewton 1,896 Meganewton. Dann haben wir auf der Zugseite, auf der Widerstandsseite hier einen Zug von 0,003 Meganewton. Im Druckbereich haben wir hier einen Wert von 0,200 Meganewton. FCD ist gegeben, ist 1,727 Meganewton mit einem Abstand von 0,13 Meter, also 1,727 Abstand 0,13. Dann wissen wir auch den Abstand zwischen den beiden Währungsstäben, 37,4, tragen wir auch noch mal eben an. Also hier 0,374. Okay, fangen wir an mit Summe aller vertikalen Kräfte, also Summe V gleich 0. Es wirken nach oben 0,2 und 1,727. Nach unten wirken 1,896 und 0,003, also minus 1,896 minus 0,003.
kommt raus 0,001. Und das ist ungefähr 0, das passt. Dann Summe aller Momente muss gleich 0 sein. Positiv. Dann drehen wir hier um diesen Punkt. Wenn wir um den Punkt drehen, hat diese Normalkraft und diese Kraft keinen Hebelarm. Die fallen also raus. Wir haben also nur noch diese beiden Kräfte und das Moment. Gut, wir haben hier 0,2 mit einem Hebelarm von 0,374. Also 0,2 mal 0,374. Dann haben wir die 1,727 mit einem Hebelarm von diesem, das ist 0,374 plus die 0,038 minus 0,13. Dann haben wir den Hebelarm, also schreiben wir auf 0,374 plus 0,038 minus 0,13. Und dann haben wir noch das Moment. Das Moment dreht in die entgegengesetzte Richtung. Die beiden drehen jeweils so rum. Und die 0,561 dreht so rum, also minus 0,561, komme ich auf 0,001, das ist ungefähr 0, passt also auch. Die gewählte Dehnungsebene ist somit korrekt. Gewählte Dehnungsebene ist korrekt. Okay, jetzt schauen wir uns noch eine weitere Aufgabe an. Das ist die Aufgabe 3 von Sommersemester 2012. Wir sollen die maximal aufnehmbare Normalkraft NRD des dargestellten Stahlbetonquerschnitts im Falle einer zentrischen Druckkraft ohne Biomoment bestimmen. Grundsätzlich ist es so, dass wenn wir eine einwirkende Druckkraft haben, dass der Beton und der Stahl zusammen die Kräfte aufnehmen. Also der Widerstand NRD ergibt sich zu AC mal FCD, also Widerstand des Betons, plus Stahl, A ist vorhanden, mal FYD. Gut, die Eingangswerte brauchen wir jetzt noch. Einmal AC ist B mal D, klar, also 0,25 mal 0,45. Was hier wichtig ist, wir ziehen die Löcher, die durch die Bewährung entstehen, nicht ab, weil die so gering sind. Kommt hier raus 0,1125 Quadratmeter. FCD haben wir jetzt nicht gegeben. Wir haben ja hier keine Unterlagen. Das heißt, wir müssen das berechnen. Das ist 0,85 mal FCK. Wir haben C35 durch 1,5, das ist Gamma C, kommt raus 19,83 Meganewton pro Quadratmeter. Also wir haben jetzt hier alles in Meganewton und Quadratmeter. Das müssen wir natürlich dann für alle so machen. Also AC ist 0,1125 Quadratmeter mal FCD, 19,83 Meganewton pro Quadratmeter, plus A ist vorhanden. Und A ist hier gegeben mit 29,46 Quadratzentimeter. Also 29,46 in Quadratmeter umgerechnet mal 10 hoch minus 4. FYD in Meganewton pro Quadratmeter sind 435. Kommt raus minus 3,512 Meganewton.